liebe Freunde des Optionshandels, herzlich willkommen im Wochenupdate. Am 15. Mai, das Monat ist schon wieder zur Hälfte vergangen und ich gehe jetzt noch einmal kurz die laufenden Trades durch vom letzten Video und auch in meinen Trade, wie man hier sieht, in den Sojabohnen. Wollen wir gleich beginnen mit dem GDX. Hier kommt jetzt die finale heiße Phase. Ich bringe mal den Chart rein. Das war für mich ein besonders interessanter Trade, wo einiges schon attestiert werden musste. Ich habe da jetzt den Wochenchart eingeblendet zur besseren Übersicht. Und man sieht hier, diese ursprüngliche Position ist noch drinnen. Einmal der 23,5er Long und zweimal der 24,5er Short. Das Optimum würde ja tatsächlich bei 24,5 liegen. Und ich muss jetzt selber überlegen, der Trade wurde ja hier wo eingegangen. Wenn ich mich nicht täusche, man würde es aber im Blog, könnte man sich die Bilder anschauen. Können wir dann noch einen Blick drauf werfen. Ich habe es eh hier. Ja, und zwar bringe ich das kurz rein. Hier wurde der Trade eröffnet bei 22. 6. Ich bringe das mal wieder zurück. Ja, wie ist jetzt die Situation? Der Preis schoss hier noch einmal nach oben. Es ging hier heftig hin und her, weshalb dann herumadjustiert wurde. Nicht direkt in diesen Positionen, aber es wurden ja Gegenpositionen eröffnet. Und wie im letzten Video schon beschrieben, habe ich dann letztendlich einen Strangle eröffnet, diesen 19er. Und 30er, zwei Stück 19er Put, zwei Stück 30er Short Calls, Short Put, Short Calls. Ja, und dieser Strangle, der liegt jetzt bei plus minus 0. Was aber interessant wird, ist jetzt eben diese Position. Ich bringe jetzt das P&L noch herein. Und hier sieht man, dass dieses Diagramm ja zum Zeitpunkt eröffnet wurde, also am 10. oder 11. April, wie der Trade ganz frisch war. Und wir sind nun heute beim 15. Mai und die schwarze Linie hier ist der 18. Mai, das ist der Mittwoch. Also schon morgen ist Montag, übermorgen werden wir hier schon beim 18. Mai und dann am Freitag verfallen die Optionen bereits. Deswegen sage ich, hier ist die heiße Phase. Wenn wir jetzt hier bei 24 oder bei 25 bleiben würden, bis Ende der Woche, dann sind wir da hier irgendwo zwischen 70 und 100 Dollar, sage ich mal. Ich bin neugierig, ja. Wenn es jetzt nach oben schießt, natürlich noch einmal in einem Satz bis auf die 26, dann wäre der Trade sogar noch leicht im Plus. Dann macht es natürlich Sinn, hier rauszugehen und nicht mehr zu hoffen, dass er dann doch wieder runterfällt. Also einfach hier in den letzten Tagen ist die Position extrem empfindlich auf Bewegungen. Man darf aber nicht vergessen, dass wo wäre das, ja, also bei 26, wenn jetzt noch einmal die alten Hochs angelaufen würden, macht es wahrscheinlich Sinn, rauszugehen und nicht mehr zu warten. Dann würde ich einfach mit einem kleinen Gewinn rausgehen und dieser Strangle, der hatte noch eine sehr gute Chance, ein Gewinner zu werden. Und damit könnte ich diesen ganzen Trade noch ins Trockene bringen. Der liegt aktuell 122 Dollar im Minus. Aber wenn jetzt wirklich Ruhe einkehrt, die nächsten Tage und nicht viel passiert, dann werfen wir noch einmal einen Blick drauf. Würde das bedeuten, dass wir hier zwischen 24 und 25,5 locker herumpendeln können. Das wäre alles meine Optimumzone. Ja, es ist verführerisch hier zu sehr zu hoffen und sich was zu wünschen. Aber so ist es normal, weil die Vola ging nicht allzu sehr zurück. Ich kann noch einmal den TWS-Chart reinbringen. Das hätte dem Trade ja wirklich geholfen. Sie ging jetzt erst die letzten Tage ein wenig zurück. Insgesamt hier war der Einstieg, stieg die Vola schon ein gutes Stück an. Also ich bin neugierig, ich bringe das nochmal rein im Option Trader, wo man sieht, dass dieser 30er jetzt
diese zwei Stück leicht im Minus liegen, leicht im Plus, also hier haben wir plus minus 0. Die Position liegt 40, ungefähr 40 Dollar jetzt vorne. Meiner Meinung nach lohnt sich jetzt aber es schon noch hier zu warten. Vor allem mein Gewinnziel waren ja an die 75 Dollar. Deswegen halte ich an diesem Gewinnziel fest. Es ist ja immer wichtig, Gewinn nicht zu früh mitzunehmen. Und ja, und schau, wie sich der Preis entwickelt. Und wenn dieser Trade dann, ja, was passiert dann, wenn ich diesen Trade jetzt zumache? Ich denke mal, die Chance ist groß, dass ich mit Gewinn zumachen kann in den nächsten Tagen. Dann lasse ich natürlich diesen Strangle noch drinnen und behandle den einfach ganz normal wie einen Strangle mit Aktien oder eben ETFs. Das bedeutet, ich würde hier noch einmal diese Seite ohne Probleme an die 100% laufen lassen, zumal wir ja noch immer eine sehr gute IVR auf den GDX, auf diesen Goldminen-ETF haben. Gut, dann zur nächsten Position, ganz kurz zum Sojamehl. Muss schauen, ob ich den noch drinnen habe, das Sojamehl, ja. Hier gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Hier wurde in diesen Rücksetzer, hier, man sieht es hoffentlich, in diese orange Kerze, ich mache es noch eine Spur größer, da wurde dieser 270er Put verkauft für, ja, für 140, 150 Dollar. Ich glaube, 140 Dollar waren es. Ja, es ging dann zügig nach oben, hier noch einmal explosiv in dieser Woche. Und hier war natürlich dann die Position durch mit 110 Dollar. Also das war einfach der Idealfall, den man haben kann, diesen Rücksetzer hier zu erwischen und dann einfach nur mehr laufen zu lassen, die Position. Ich sehe jetzt noch kurz nach, wie lang die im Depot war. Diese Position, dieser Put war 18 Tage insgesamt im Depot. Mehr gibt es hier auch nicht zu sagen. Im letzten Video habe ich ja gesagt, beinahe durch. Er war schon beinahe durch. Mit ja, ein bisschen Glück hätte es dann vielleicht sogar noch eine Woche länger, kürzer gedauert. Aber 18 Tage ist auch keine Ewigkeit. Wie sieht es im Erdgas aus? Im Erdgas habe ich auch den Chart, den Tageschart mal hier rein gebracht. Der Put war ja ein, ich muss jetzt überlegen, ein 1,70er oder 1,75er. Ich habe nämlich zwei Positionen, eine davon im Blog vorgestellt. Spielt jetzt aber nicht die große Rolle. Es wurde einfach hier in diese Rücksetzer dann verkauft. Einmal, ja, ich weiß es wieder, einmal hier in diese erste Kerze und dann hier noch einmal in diesen Bereich, weil wir auf Wochensicht noch immer eindeutig im Kaufmodus sind, nach meiner Trendfolge. Man sieht es hier, die Wochenkerzen schlossen hier zweimal über dem oberen Bollinger Band. Und deswegen gibt es hier nichts zu tun, einfach nur beobachten und schauen, wie sich die Sache entwickelt. Die Position war leicht im Plus. Ich habe, wie gesagt, einen 1,70er und einen 1,75er. Die liegen jetzt beide vorne, vor allem gar nicht so wegen des Preises, sondern weil die implizite Vola jetzt schon ein wenig zurückgekommen ist. Und jetzt kommt dazu, dass die Restlaufzeit wirklich schon sehr kurz ist. Ich habe es hier geschrieben, 43 Tage nur mehr, was für eine Future-Option sehr wenig ist. Da muss man dann aufpassen, weil die natürlich dann auf heftige Bewegungen, die es im Erdgas immer wieder mal geben kann. Da reicht es ja schon, dass irgendwie ein Hurricane sich ankündigt und schon werden die Marktteilnehmer nervös, wenn es um die Energiemärkte geht. Und dann kann man heftigste Bewegungen haben. Damit muss man rechnen, ja. Auch wenn es jetzt nicht sehr wahrscheinlich ist und ich glaub, die Saisonalität ist noch ganz gut. Ich sehe mir das mal schnell an, wie es im Erdgas aussieht und bringe das dann rein. Ich persönlich werfe immer einen Blick auf die Saisonalität. Mittlerweile
finde ich es sogar relevanter als die COT-Daten, die CUT. Und hier sieht man den Mai, wenn man auch nur hier mit zugezwinkerten Augen hinsieht, sieht man, der Mai ist jetzt nicht unbedingt ein Monat, wo man sich fürchten muss, dass es brutal nach unten geht. Also in allen Zeiteinheiten. Das sind 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre. Also hier habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl und fühle mich wohl mit dieser Position. Kann noch hinten hier bei Signal Trading Group, die ja diese Charts kostenlos anbieten, noch einmal sehen, wie es mit dieser sogenannten Projektion aussieht. Ja, auf 21 Tage steht hier Mixed, also gemischt, was diesen Optionen wahrscheinlich nichts anhaben wird. Dann weiter zur nächsten Position, das ist dann schon dieser Strangle, dieser langlaufende Strangle im australischen Dollar. Ich habe geschrieben, noch nicht viel passiert, ist ja auch klar. Man sieht hier in diesem Rücksetzer, hier wurde dieser Strangle verkauft. Die Legs sind jetzt gar nicht oben, weil sie zu weit weg sind. Ich bringe es mal vielleicht doch kurz rein in meinem Trading-Journal. Ah, hier habe ich es ja nicht drinnen. Dann lasst mich das mal kurz raussuchen aus meinen Screenshots. Kleinen Moment Geduld. Der Mai. Hier haben wir das. So, das ist die eine Seite im Wochenchart. Hier geht es sich nicht mehr aus, ja. Dann schauen wir es uns hier an. In der TWS habe ich jetzt den australischen Dollar nicht. Dann sage ich wenigstens dazu, wo die Strikes sind. Das ist schnell beantwortet. Die sind bei 0,83 und 0,62. So, sehen wir noch einmal hier nach. So, zu viele Fenster offen. Hier sind wir. So, was habe ich gesagt? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Einen 0,83er, 0,62. Ja, der 0,83er ist im Monatschart auf jeden Fall zu sehen. Also der 0,62er hier in dieser Zone ungefähr, der 0,83er weiter oben. Das Besondere jetzt für mich ist in dieser Situation, dass wir im Monatschart, wenn man jetzt hier genau hinsieht, man sieht es nur schlecht in dieser Zeit, also in dieser Vergrößerung, dass wir ein Kaufsignal haben. Ja, die Monatskerzen schlossen zweimal über dem oberen Bollinger Band und gleichzeitig kam es in dieser Woche zu einem Verkaufssignal. Wenn wir in den Wochenchart gehen, die Kerzen schlossen zweimal darunter. Also eine sehr widersprüchliche Lage. Das bedeutet, ich kann eigentlich überhaupt nicht sagen, wohin es geht. Tendenziell orientiert man sich natürlich an den größeren Zeiteinheiten. Aber vielleicht war es ja auch nur ein Fehlsignal. Ich fühle mich jedenfalls mit diesem Strangle recht wohl, denn wenn jetzt, wie ich es im letzten Video gesagt habe, wenn hier jetzt der Markt noch braucht, um sich zu entscheiden, will er doch heftiger runter oder rauf oder dann doch nicht, dann gibt es einfach die Möglichkeit, dass es jetzt zur Seite geht. Und das wäre natürlich ideal für einen Strangle, vor allem wenn gleichzeitig die implizite Vola abnimmt. Mein Eindruck ist, dass die Volatilitäten in den verschiedenen Märkten und auch den Währungen jetzt eher fallen als steigen. Ja, man kann sich das ja in meinem Blog hier ansehen. Wenn man hier das auswählt, und wir gehen hier mal zurück. Ich habe noch ältere Screenshots drinnen. Ja, jetzt vom April 66% im australischen Dollar, die IVR 77 im Kanada-Dollar. Hier sind wir ungefähr gleich noch im australischen Dollar, weil der Kanada-Dollar ging schon deutlich zurück und beide Währungen sind ja auch Rohstoffwährungen. Und wie sieht es aus in der Handelsplattform? Man sieht es hier ungefähr 50 im Plus, 20 Minus. Also die Position liegt leicht vorne. Aber
Das soll jetzt nicht weiter beschäftigen, ob jetzt deine Seite leichter im Plus oder Minus ist. Die nächste und letzte Position für heute ist jetzt ein neuer Trade. Ich habe ihn jetzt erst in meinem Blog veröffentlicht, deswegen fehlt hier noch diese Fußnote. Und habe jetzt in meinem Blog momentan nur mehr wenige Positionen, die laufen. Deswegen habe ich auch diese Soja-Position noch mitgenommen. Was war hier die Überlegung oder vielleicht ein paar Gedanken dazu? Eigentlich relativ einfach. Hier der Wochentrend ist absolut mörderisch im Kaufmodus. Alte Hochs wurden hier durchbrochen mit einer starken Dynamik, wobei wir schon beim Nachteil werden. Dieses Trades, nämlich, wir sehen es hier, der ADX mit 5er Einstellung ist bei 72 und meine Grenzzone sind die 60. Ab 60 bedeutet für mich, dass ein Trend wirklich stark überhitzt ist. Ja, zwei Konsequenzen ergeben sich daraus, vor allem kleine Positionsgrößen, überschaubare Positionsgrößen, wobei ich noch eine zweite Position habe im Soja, aber ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Ich bin immer unter meiner 2% Maximalmarke, da bin ich noch deutlich drunter. Darüber würde ich auf keinen Fall gehen. Da spreche ich aus Erfahrung. Man muss jetzt aber jederzeit damit rechnen, dass es einmal hier heftig nach unten korrigiert. Es muss nicht sein, aber es kann sein und es darf einen nicht wundern, wenn zum Beispiel diese Tausender-Marke wieder angelaufen wird, innerhalb von wenigen Tagen möglicherweise. Aber im Tagesschart gab es doch einen ganz netten Rücksetzer, wo der RSI unter die 50er-Marke rutschte und deswegen habe ich noch die Gelegenheit genutzt und hier diesen 900er geschrieben, der natürlich wirklich verdammt weit weg ist. Die ganze Position hatte vor 2 Tagen eine Restlaufzeit noch von 70 Tagen. Also man kann hier noch ohne Probleme noch einmal in den nächsten Monat rollen oder wenn es notwendig ist, eine Gegenposition eröffnen. Man kann ja auch mal schauen, wie das Ganze im Big Picture aussieht. Hier sehen wir, ja, dass wir so jetzt in eine mögliche Widerstandszone kommen, wobei diese Hochs in dieser Charteinstellung hier schon durchbrochen wurden. Ja, also ich habe jetzt auch keine Angst, dass es senkrecht nach unten geht, aber ich wäre durchaus überrascht, wenn es jetzt mit dieser Heftigkeit noch weiter nach oben geht. Insgesamt aber ist wichtig aus meiner Sicht, dass man hier einfach mit diesem Trend mitgeht und sich nicht dagegen stellt und hier oben gleich einmal Optionen verkauft, sondern wenn dann eher im Rahmen einer Art Justierung und da gibt es momentan überhaupt keine Notwendigkeit, erst wenn dieser Put stärker unter Druck kommt, der liegt jetzt bei plus minus null, weil er wurde ja erst eröffnet. Aber man muss hier sehr genau beobachten und wie gesagt, man darf sich jetzt nicht wundern oder ärgern, wenn es jetzt deutlich zurückkorrigiert, weil wir einfach überhitzt sind. Wir sehen es auch hier in dieser Wocheneinstellung. So hohe Werte hatten wir hier einmal. Naja, das ist in diesem Bereich, wo es dann einen ordentlichen Rücksetzer gab in diesem Abverkauf. Oder hier kam es zu einer ja, ähnlichen Überhitzung. Was zeigt mir Budget an? 76 ungefähr, ja, 76. Also da geht schon noch etwas, aber wir sind dann auf Mehrjahreshochs hier. Und dann ging es mal nach unten und oben, also ein Doppeltop, bevor es wieder zurückkam, der Preis. Also ich bin neugierig, wie es jetzt weitergeht, ob etwas Ruhe einkehrt, ob die Mola zurückkommen wird. Und der Vorteil hier ist einfach, dass man jetzt nicht unbedingt Angst haben muss, weil man kann ja in diesem Umfeld von diesen hohen, hohen Prämien, wenn es hier zurückgeht, dann komme ich
noch einmal runter mit dem Strike unter die alten Tiefs. Das weiß ich jetzt bereits, dass das dann möglich sein wird. Beziehungsweise man müsste sich's ansehen, wenn dieser Put unter Druck gerät, wie weit man dann nach oben kommt. Ja, ob man hier vielleicht auf einen 1400er, 1500er raufkommt, das wäre dann schon okay, dann könnte man diesen String hier wieder nach oben rollen. Aber genug jetzt der Spekulation, was passiert. Das, was ich mache, ist ja im Grunde ganz einfach: Optionen mit dem Trend verkaufen, in Rücksetzer hineingehen und zu verkaufen mit der Saisonalität im Rücken mit einer entsprechenden und immer auf die Höhe der Prämien, auf die IVR achten. Mehr muss man in Wahrheit ja gar nicht machen. Es ist vielleicht jetzt auch kein Fehler, hier nichts zu tun und es zu beobachten. Das muss natürlich jeder selber für sich wissen, der in diesen Märkten aktiv ist. So, das war's für heute. Ich hoffe, ein bisschen kürzer und bündiger als die letzten Male. Ich sage wie immer danke fürs Zusehen. Abonniert den Kanal, wenn dir das Video gefallen hat, oder besuch mal meinen Blog oder schreibe auch gerne Kommentare. Ich sage danke fürs Zusehen, wünsche dir noch eine erfolgreiche Handelswoche und bis zum nächsten Mal.